Eigentlich hätte die Reise des 18-jährigen Jordan Cox aus Großbritannien nur 3,5 Stunden gedauert. Aber die Zugfahrt hätte ihn 47 Pfund gekostet. Und das war ihm zu teuer, denn Jordan Cox ist ein Pfennigfuchser. Und deshalb hat er einen billigeren Weg gefunden. Über Berlin. Ganze 10 Euro hat er so sparen können und feiert das nun im Netz. Das ist Jordan Cox. Der 18-Jährige ist das, was man im Deutschen einen Pfennigfuchser nennt. I was working up in Sheffield last night. I got the train up because it was cheaper. I found it was cheaper to get back home to Essex by flying to Germany for 7 hours, see as much as I can, then fly back to London Stansted, which is near where I live, than it is to get a single one-way train from Sheffield back home. Das glauben Sie nicht? Deshalb nimmt Jordan Sie mit auf seine Reise. Und natürlich laufen die Ausgaben bis ins Kleinste genau mit. Denn ums Geld und wirklich nur ums Geld geht es dem jungen Sparfuchs. Im Netz ist der Brite längst kein Unbekannter mehr. Jordan weiß, wie man beim Einkauf mit Coupons bares Geld sparen kann. So hat er Lebensmittel im Wert von 600 Pfund schon mal für 4 Pence erstanden. Sein Wissen teilt er auf einem Blog und gibt mittlerweile auch Sparseminare. Jordans Spitzname, logisch, Coupon-Kit. So hat er auch diesmal den Reiseproviant mit eingepreist und die Currywurst zum Mittag in Berlin ist sogar billiger als ein Sandwich im englischen Zug gewesen wäre. Auch wenn die Aktion Staunen macht, zum Nachahmen taugt sie nur bedingt. Gebucht werden muss Wochen vorher, großes Gepäck ist tabu und der Zeitaufwand sollte einem egal sein. Jordan hat statt 3,5 knapp 13 Stunden bis nach Hause gebraucht und die Umwelt zieht bei dem Sparprogramm definitiv den Kürzeren. Beim Fliegen wird über 9-mal so viel CO2 ausgestoßen wie beim Bahnfahren. Aber darum ging es dem Pfennigfuchser auch nicht. Dank Schnäppchenspürnase hat Jordan Cox fast 8 Pfund gespart, Berlin gesehen und internationale Bekanntheit erreicht. Für ihn persönlich ist die Rechnung definitiv aufgegangen.